Hallo und herzlich willkommen hier zur Eröffnung von hier in Kürin. Kürtun. Gestern schon Montag gewünscht, aber erst, das war der erste Feiertag, Neujahr. Natürlich Neujahr. Und heute ist Quatsch, bei Samstag war nichts. Freitag war der Neujahr. So, denkt man, habe ich richtig gemacht. Jedenfalls schönen Sonntag. Und ich habe hier getestet mit den Anhängern. Ich muss sagen, diese beiden haben nicht funktioniert. Der eine von Lizard, der Tank, der funktioniert. Kann man hier ganz kurz erkennen. Nur der LSMFM, der Ingo, der kann UTCS, kriegt 200.000, der funktioniert. Ob der auch mit dem Fahren jetzt klarkommt, natürlich nicht. Das heißt, irgendwie versuchen hier rumzukommen, dass er nicht im Weg steht. Der LKW kommt mit dem Mod nicht klar. Dann muss ich überlegen, ob ich den Mod rausnehme oder ob ich da umdisponiere. Ne? Also ich kaufe mal einen anderen LKW. Bringt gar nichts. Und zwar, ich habe mir überlegt, brauche ich einen geländewegfähigen LKW. Und da ist mir der eingefallen. Der Phoenix 6x6 Argo Truck. Soweit ich weiß, Allrad. Und dann haben wir hier diesen noch. Und naja, den haben wir noch und haben wir noch, ne? Ja, genau. Ja, Mann und so, ne? Ja, aber ob das. Ah, das ist ja auch mit Lifter hier, das ist eine andere Geschichte. Ja, und ja. Die Bekannten, die haben wir noch nicht. Den werde ich mal jetzt probieren. Den haben wir aktuell. Den teste ich mal. Ob der mit klarkommt. Machen wir auch blau. Felgenfarbe. Machen wir auch blau. Zugmaul zur Not. Dann schiebe ich erstmal mal nicht. Kaufen. Da muss ich schauen, ob der wirklich so ungünstig ist. Da muss ich den verkaufen. So. Einer war hier fertig gewesen, der hier. Lassen. Ja, ich habe mir eine Reihenfolge der Folgen geirrt. Dadurch, der ist aber auch fertig. Lassen. Weil der hat ja die erste Runde schon mal gefahren gehabt und dadurch müssen wir nicht komplett fahren. Gerade da ankommen. Die Förderwand brauchen wir eigentlich nicht, das müssen wir verkauft werden. Aktuell wird auf geht's zum Gülle-Laster. Denn wir wollen ja die Gülle von hier auf BGR fahren, Hof 3. Aber das ist im Grunde egal, aber wie gesagt, ist ja auch darum wegen der Gärreste. Ne? Und ich glaube, ich hänge eh voll. Gärreste ist ein Herz, beide BGHs. Deswegen ist die Gülle von Hof 1 vielleicht auch da aufgeholt. Ne? Wollen wir schauen, wie es mit dem LKW geht? Mal schauen, ne? Ich glaube, die Einstellung von dem Lichtjahr ist von dem Augenschonmodus hier. Das kann sein, muss man halt aktivieren. Ob das so optimal ist, glaube ich nicht. Der Mistfahrer steht, also das misst alle jetzt. Oder wieder Förderband aus, kann auch sein. Schlecht. Auch durch den Reifen, dann mal gleich mal gucken. 7, 8. Aus. Löschen. Also wenn wir nicht speichern, ist er sowieso weg irgendwann, ne? Beim nächsten Mal an.
90%. Aber die Räder versacken immer nicht, ne? So. Mal schauen, wie er mit dem 70.000 Liter Gülle kommt. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir längerfristig Dolly und einen starken Traktor nehmen. Für hier wird es gehen. Weil die brauchen nicht rangieren, ne? Sonst haben wir ein Problem. Aber da sehen wir nichts. Spiegel? Auch nicht. Blindfug. Bin ich gespannt, er hat ihn angehoben. Ja, kommt zurecht. Es kann natürlich auch sein, dass der Modder für den Rennstuhl-Mod nicht alle Fahrzeuge übernommen hat. Ne? Das kann natürlich auch sein. Ne? Dass die alle kompatibel sind, die anders geschrieben wurden. Ne? Das kann natürlich sein. Gut, dass der LKW funktioniert. Dann können wir auch den LKW verwenden für Hof Nummer 1. Die Kühe da, die Bullen, machen auch nicht so allzu viel Mist. Bullen. Kriegen wir nicht zusammen, irgendwie haben wir fast ein Weibchen, ne? Ist ja eigentlich gut. Wollen wir Milch machen, ne? Fleisch, Rindfleisch ist ja dann immer nebensächlich. Die Milch bringt mir die Geld, das Geld. Zwar zu wenig, aber gut. Aber alles für Türen, für den Markt geht auch nicht. Das wird zu viel. Das war ja auch 200 Türen. Leider kann ich die Schweine nicht herbringen, ne? Das ist eigentlich schade. Die Gülle geht, glaube ich, unbegrenzt rein. Glaube ich. Ja, bin nie angezeigt. Ich habe mal so ein Video gesehen von Bauer Hannes, der hat das ein bisschen erklärt mit der DGH. Im Grunde ist Mist alleine. Klar, logisch, fest. Man braucht eine Flüssigkeit in der DGH, um das entsprechend treiben zu können. Und da ist ein Kamm berührtes Wasser nehmen. Das flüssig zu machen, damit ich entsprechend arbeiten kann und Gase bilden kann. Damit ich entsprechend arbeiten kann, also durch Grün und so. Weil das kriegt ja fest nicht raus, wenn man wieder aufpackt. Oder man macht noch besser Gülle. Man mischt Gülle auf Mist. So dass man diese Grund auf flüssig ist, ne? Also dass man entsprechend pumpen kann. Und Wasser wäre ja im Prinzip Unsinn, weil es fehlt ja keine Energie. Und wenn man Gülle nimmt, zum einen kann die Gülle dann verarbeitet werden und dann wird das aggressiv auf dem Feld. Zum anderen kann die auch Energie liefern. Ne? Und das ist im Grunde für ihn kostenlos. Ne? Also, denken wir auf Kostenbild. Ich glaube, der andere Bauer ist froh, dass er wieder los ist. Weil das muss ja auch entsorgt werden, irgendwo, ne? Als gutes Zeichen, ne? Wenn du Felder hast, gut, wenn nicht, ist es schlecht, ne? Also dann hast du ein Problem. So, mal gucken, ob wir da so einen Kurs haben. Dazu müssen wir mal kurz aktivieren. Und schaue ich mal, ob da was ist. Mist Blocking und Milch auch. So. Entweder ist hier irgendwo festgefahren oder ich krieg hier wieder. Ja. Ja, da weiß ich auch nicht genau, was man machen kann. Ah, ich wollte es alles wegfahren. Dazu brauche ich einen Traktor. Habe ich einen eingesperrt hier, das ist ungünstig. Hier auch drei Förderbänder hier. Ich wollte so Stumpen fräsen, ne? G
Irgendwo muss er ja einen Trigger erkennen, wo er denkt, oh, ihr müsst anhalten. Ne? Das kann natürlich, könnte ein, ja. Weil der. Denn der hat so ein Ding, ne? Der sucht immer Anhänger von Außenlehren von seine Hacken und so. Und wenn das auf Trigger erkannt wird, kommt der Tasten Juni auch nicht klar. Hast du gemacht? Engelbudo. Fällt er nach mir rein, du. Ja, gut, du könntest auch probieren, ne? Aber ich vermute mal ganz stark, dass ich da mit Rücken liege, dass der entsprechend den Punkt. Ich meine, der ist zum Fräsen ungünstig, ne? Gebe ich ehrlich zu. Aber zum Wegfahren reicht das auch noch. Dann fahren wir Richtung Wald. Ist doch gar nicht. Hat er sich wieder ausgeschaltet? Das ist schlecht. Gut, da muss ich ein Auge behalten. Das ist ungünstig. So soll es ja gerade nicht sein, ne? Ja, gut. Vielleicht muss ich mal gucken, ob ich eine andere Förderbahn finde. Weil das ist schön kurz, ne? Obwohl mit Terraforming ist gleich nicht geklärt, da kann ich einen auch nehmen. Mal probieren. Den fahren wir da mal hin. Fräsen sind wir heute noch nicht. Ja, unsere Baumpflanzmaschine ist immer noch im Wald. Gewicht. Alles von vorher im Spielstand. So, LKW. Den nicht. Den könnte ich verkaufen. Nehme ich jetzt nur alle. Auf geht's, so. Da geht bei der BGH. Bin heute ein bisschen Verzug, in Anführungszeichen. Obwohl ich eigentlich sagen kann, ist ja morgen Donnerstag. Und da habe ich ja frei. Und dann haben wir Zeit. Aber ich war am Montag, war ich einkaufen für ja, Feiertage. Und also allgemein halt, ne? Und das hat doch ein bisschen länger gedauert, wie ich dachte. Na gut, wie gesagt, die war, ne? Aber halt durch und da war ich irgendwie müde abgekämpft von der Arbeit. Einen Tag davor habe ich ja ganz komisch geschlafen, bin relativ früh eingeschlafen und bin auch wieder recht früh wach geworden und bin dann nicht wieder eingeschlafen. Damit bin ich recht früh aufgestanden und das war eigentlich ungünstig, ne? Weil dann abends dann auch wieder müde war, weil ich ja im Prinzip habe ich eine Folge aufgenommen, ich konnte mich nicht mehr wachhalten. Dann habe ich dann kurz unterbrochen die Aufnahme und dann bin ich auf der Couch, habe eine halbe Stunde geschlafen, glaube ich, halbe, drei Viertel oder so, und dann ging das wieder so. Ich habe zwei Folgen gemacht, also dann drei, weil es einfach nicht ging. Da habe ich am Dienstag halt die vier aufgenommen, ne? So. Nee, heute. Und habe ich gar keinen aufgenommen. Und heute habe ich die drei aufgenommen. Die vier. Also Dienstag drei. Montag nichts. Dienstag drei, heute vier. Und heute mache ich die sieben für Thüringen. Noch.
Ich muss sagen, habe recht viel Feierabend gehabt, aber ich habe die Nacht auch sehr gut geschlafen. Zusagen, wenn ich jetzt schlecht geschlafen hätte, dann wäre ich jetzt schon im Bett. Jetzt in die Augen zu fallen, da kriegt nichts. So, ein bisschen Geld und ein bisschen Geld, was bringst du schön ein? Da haben wir auch schon, ne? Die Fahrzeuge wieder wegfahren. Auf Feld Nummer 48 ist, glaube ich, schon gedüngt. Da brauche ich nicht machen, da ist, da wird zu Silage, das ist egal. So, gucken wir mal Gülle. Mal gucken wir mal. GPS geliert ist, bringt nichts. Ne? Gras bringt auch nichts. Heu schon gar nicht. Das wäre auch Quatsch. So, Mist bringt 900. Gülle bringt 720. Ist auch gut. Und unser Gräser. Grassilage bringt 630. Was ist denn GPS eigentlich? Mal gucken. Luzerne frisch. Alles klar, wenn wir nicht nehmen. Luzerne Heu. Auch nicht. Luzerne Silage. 630. Klee. Kleesilage bringt auch nicht 630. Pferdegras-Silage 900. So, Trikale. Nee, guck hier, Scheune und Viehhandel, du fährst doch nicht hin. Ist doch Quatsch. Oh, hier ist wieder mit Mais. Mais-Silage bringt auch ganz gutes Geld ein. Mais-Stängel. Ist also nur. Ja, dann mal gucken, was da für ein Ding ist. Sojastroh habe ich das ja nicht. Baumstamm. Wo Baumstamm? Finke, Säge weg, GmbH. Achso. Holzsparen circa. Seeluzerne. Scheune. Im Grunde kein Preis. Maisschrot. Scheune. Mal gucken jetzt hier. Beton ist kein. Das haben wir noch lange nicht. Baumstamm. Da muss ich mal gucken, wo er ist. Ob das im Sägewerk ist. Das ist im Sägewerk. Ja, hier irgendwo. Gut. Gehen wir hier in unsere. Der garantierte Wege. Das war nachher mal die Vorfahrt, ne? Der kostet mir einen Lohn. So, ab zu BGH. Ob der andere wieder im Weg steht? Ach, im Weg, also habe ich ja korrigiert, der ist ja jetzt im Haus. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest von Tag. Kriegen wir es in eigener Sache. Kettle und Kopf kommt noch. Naja, probieren kann man es ja mal, ne? Dann sagt mal tschüss und ciao. Ja, ein dickes Dankeschön fürs fleißige Schauen. Tschüss und wir gewinnen. Und bis schau und bis, ja, bis nächstes Mal, wenn es gute Laune hat. Von da. Tschüss.